Willkommen. Hallo, geht's euch so? Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. So, ich habe mir gedacht, das wird heute so ein kleiner Flug. Also wir haben es jetzt genau 10.23 Uhr. Wie ihr seht, habe ich ja auch eine Fitbit. Ja. Gestern war ich joggen gewesen und gestern war es nicht so, also war schon warm, so 26 Grad, aber nicht die Sonne so geschienen wie jetzt. Ne? Jetzt scheint die Sonne, ist richtig herrliches Wetter. Wir haben es jetzt 21 Grad und soll ja auch noch wärmer werden, aber ich weiß nicht genau wie warm, aber ich glaube auch so wieder bis 30 Grad ungefähr. Naja. Mein Schick. Und dann trinke ich wieder meinen Kaffee, ne? Und das jeden Morgen. Und mal schauen, wie lange ich den jetzt trinke. Ich glaube, bis die Packung leer ist und dann mache ich mal irgendwie andere Sachen. Denn ich habe, das ist mit meiner Stimme los, egal. Also ich habe bis jetzt, manchmal esse ich mehr und manchmal weniger. Gestern war es wieder zu wenig gewesen. Ich habe irgendwie, man kann das ja immer aufschreiben, wie viel man isst. Also jetzt hier. Und wenn aber was ich so esse, auch an Sachen, das steht meistens nicht alles drin. Da muss man sich selber, aber man weiß immer nicht genau, wie viel Kalorien das denn insgesamt hat. Dann schreibe ich irgendwie so Kalorien auf, die vielleicht aber auch nicht stimmen. Ne, aber so in den Dreh, so in der Schätzung sind. Na, jedenfalls mache ich das immer. Ja, ich muss heute Nachmittag zur Mammographie, das heißt zur Krebsvorsorgeuntersuchung, genau um 16.25 Uhr. Ich weiß zwar, dass ich nichts habe, ja, das merkt man ja auch. Aber es ist besser, wenn man hingeht und sich mal untersuchen lässt, also mal durchchecken lässt. Ne? Und morgen habe ich den Termin, habe ich einen neuen Termin bei einem Chirurgen. Mal schauen, vielleicht nehme ich euch damit auch mit hin. Ich werde mal sehen, weil meine Hand, die ist immer noch nicht und hier ist es noch ein bisschen dick. Irgendwie, das stimmt irgendwas nicht. Ne? Also ich kann meine beiden Finger immer noch nicht so richtig bewegen. Und ich habe mir einen neuen Termin beim MRT gemacht. Also jetzt für nächsten Monat am 11. Und weil das ist so alles so, das kann ja nicht angehen, dass ich bis jetzt meine beiden Finger nicht richtig bewegen kann, nur durch so einen Sturz. Und das kann ja auch nicht sein, wenn man schon die ganze Zeit Physiotherapien hat, aber diese Physiotherapien einem nichts nützen, weil das nicht besser wird. Ja, aber es ist doch irgendwie komisch. Also die Chirurgen, wo ich war, ich glaube, nee, also ich bin beim anderen Chirurgen, da war ich schon mal gewesen, das ist ein bisschen weiter weg. Aber egal, der ist schon besser, ne, kann man wirklich sagen. Man sollte schon immer den gleichen Chirurgen nehmen, den man hatte. Also, jedenfalls muss ich heute nochmal Nachmittag nach Sprendlingen. Und ja, da habe ich dann die Krebsvorsorgeuntersuchung. Und wie gesagt, werde ich euch, wenn immer so, gestern war ich auch noch joggen gewesen, weil das Wetter ja war gestern nicht so schön, also jetzt war schon warm, ne, aber war bewölkt und nicht die Sonne. Und wenn man in der Sonne, ich kann sowieso nicht so in der Sonne laufen, dann schwitze ich ja noch mehr, ich war gestern knallrot.
Ich war richtig knallrot, obwohl das eine kleine Runde war. Ich habe zuerst gedacht, das ist eine kleine Runde. Aber diese Runde, die hat sich doch als eine große Runde herausgestellt. Wenn man da mit dem Auto lang fährt, ist es nämlich viel schneller, als wenn man läuft. Ja, und ich habe auch ein bisschen Pause zwischendurch gemacht, weil ich irgendwie auch nicht so konnte. Das ist mein erstes Mal wieder joggen. Ich war früher schon mal. Also in Berlin bin ich öfters gelaufen, also habe ich öfters gejoggt und auch mit Pause mal gehen und Pause und dann wieder laufen. Ne? Ich bin ja kein Profi. Ne? Also, und wo ich dann hier angekommen bin, ich war fix und alle aber richtig fertig. Ich war rot im Gesicht. Viele haben geguckt, so, ne? Die haben gedacht, ich habe zuerst gedacht, warum guckt ihr selber? Dann bin ich, habe ich zu Hause was gesehen. Ich war knallrot im Gesicht gewesen. Ja, und das kommt eben, wenn man nicht jeden Tag oder wenn man das, diese Routine nicht drin hat. Aber ich wollte es eigentlich gestern Abend auch, aber da wurde es ein bisschen wärmer. Also, und dann kam nachher wieder der Wind. Ach, das ist so, ich habe keine Ahnung. Und ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ihr wisst ja, dass ich bin zwar, ne, ist zwar nichts, aber man sollte schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn man schon eine Vorgeschichte am Herzen hat und nicht das da, ne? Und wenn es dann zu warm wird, das kann ich nicht. So wie manche im Sommer so richtig laufen, wenn die Sonne scheint, das kann ich zum Beispiel nicht in der Sonne. Da bin ich ja richtig, bin ich tot, kann man sagen. Also wenn ich in der Sonne laufen würde, so richtig joggen würde, denn ich würde keine 10 Minuten aushalten, ehrlich. Ich habe zwar Wasser, das macht man ja, man nimmt Wasser mit. Und das habe ich auch gemacht. Aber eben, wenn man das nicht so gewohnt ist, viele machen das ja tagtäglich und dann treffen sie sich mit Freunden und dann gehen sie zusammen joggen. Was ich gerne machen würde, das ist Nordic Walking. Wenn ihr das kennt, ich finde das super. Ich habe das schon mal gemacht und ich finde Nordic Walking richtig gut. Aber die Nordic Walking-Stöcke sind zu teuer, finde ich. Ich habe schon mal geguckt. Es gibt zwar auch günstige, aber man muss ja auch schon gucken. Qualität muss es schon haben, etwas Qualität. Es darf nicht zu günstig sein, finde ich. Naja, mal schauen. Das habe ich, wollte ich nämlich auch schon machen. Da gibt es nämlich welche, die man auf den Steinen benutzen kann. Also das gibt es ja, kannst du auch wechseln. Ne? Da gibt es diese Spitzen Dinger. Die sind, muss ich euch mal zeigen, wenn ich welche haben sollte. Irgendwann. Und welche mit so einem flachen. Also sind zwei. Und die mit den flachen sind für den Bürgersteig und die mit den Dings sind für die, also jetzt hier für den Sand und so. Ne? Es gibt, da muss man so gucken, man kann nicht jedes Teil für die Straße nehmen und so. Naja, jedenfalls werde ich mir mal welche holen, muss gucken, wenn die nicht so teuer sind. Ich will nicht so einen teuren kaufen. Weil das bringt auch richtig viel, so Nordic Walking macht echt Spaß. Naja, wie gesagt, werde ich euch heute Nachmittag mitnehmen und könnt euch überraschen lassen. Okay, dann bis später. Assalamu alaikum. Bye bye. Ich bin jetzt auf dem Weg und hallo. Und ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Dietzenbach und sitze jetzt in der Bahnstraße und warte auf den Bus. Bin ja schon mit dem ersten Bus gefahren. Und also Richtung Dietzenbach dauert das sehr, sehr lange überhaupt. Ja, also nicht lange, aber die Verbindungen sind da nicht so gut hin. Also musste ich schon ein bisschen früher losfahren. Naja, okay. Dann bis später. Tschüss. Ja, so, hallo, jetzt bin ich in Dietzenbach.
Ich bin ein bisschen zu früh, aber naja, egal. Jetzt schaue ich mir irgendwo, ob ich... Ja, gut, kein Problem. Ich war hier noch nie und das erste Mal in diesen Dings. Aber mal schauen, ich bin ja sowieso zu früh, kann ja vielleicht auch irgendwo einen Kaffee trinken. Und vielleicht nehme ich euch damit auch hin. Denn bis gleich. So, ich bin jetzt gerade im Eiscafé. Habe ja noch ein bisschen Zeit, deshalb gönne ich mir einen schönen Joghurtbecher. Jo. Und danach gehe ich dahin, ne? Bin ja nicht, ist ja nicht mehr so weit weg von hier. Okay, dann bis später. Mal schauen, ob ich euch mitnehmen kann oder mal sehen, wie voll es da ist, ne? Okay, gut. Bis später. Assalamu alaikum. So, jetzt bin ich bei der Mammografie. Aber hier sind keine Leute, also kann ich auch ein Video machen. Ja, und jetzt sitze ich hier und im Warteraum. Ich zeige euch mal ein bisschen. Wie sieht das hier aus? Und ich weiß aber auch, dass da nichts ist, aber sicher ist sicher, ne? Okay, dann bis später. Dann mal gucken, wie lange das ungefähr dauert. Naja, mal abwarten und Tee trinken. Okay. Bis später. So, ich bin jetzt fertig. Das war eine Tortur. Naja, vielleicht wenn man das, wenn ihr das schon, wenn ihr davon Ahnung habt und ihr habt das schon mal hinter euch, dann wisst ihr, wovon ich rede. Aber ich habe es hingekriegt und habe es geschafft. Und jetzt bekomme ich in einer Woche Bescheid. Aber Alhamdulillah, da ist nichts, das weiß ich. Weil das merkt man ja selber auch. Okay. Das soll es gewesen sein. Mal schauen, vielleicht mache ich ja noch, wenn ich zu Hause bin. Aber ansonsten sollte es das gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben und meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal. Achso, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr gerne von mir als weiteres sehen möchtet. Okay, bis zum nächsten Mal. Salam alaikum. Bye bye. Aus den sonnigen Hessen, wo es jetzt auch richtig warm werden soll. Nochmal dazu.